Alter, was ist das da unten für eine Villa, Mann? Dürfen wir da rein? Ich glaube nicht, oder? Ich komme mit einer. Nee, stimmt nicht mit MP5. Okay, er liegt. Ich habe ihn getötet. Jawohl. Nice. Er ist tot. Beweg deinen Arsch hierher, Mann. Da ist noch einer. Pass auf. Nein, einer noch im Ghillie Suit. Der ist tot. Okay, nice, Alter. Geil. Ghillie Suit ist jetzt meiner. Schön, ey. Den habe ich. Ich habe nicht. Aber du musst jetzt herkommen, Tanne. Schnell. Ja, ja. Ich habe in die Tanne predicted, ey. Okay, der hat eine SVD hier drin. Bloodbags. Das ist meine. Also die hatte ich, aber die will ich nicht mehr, ey. Die bringt Unglück. Echt nicht? Nee, nee. Ich hoffe, es sei denn, der hat meine Leiche geheilt, dann muss ich die nehmen. Weißt du noch ungefähr, wo meine Leiche keine war? Ahnung. Fuck. Ich pack die ein, Ich pack die einfach ein, scheiß drauf jetzt. Weil ich halt seine Leiche. Mist, ey. Nee, lass mich erstmal looten. Ich bin eh schneller da. Der wird ja hinter mir spawnen. Ja, den Zeug hast du nicht das Zeug brauchst du eh nicht mehr. Okay. Wir müssen jetzt unseren Arsch hier wegbewegen. Also der hat auf jeden Fall meine Leiche gelootet. Nehme ich an. Scheiß drauf, der Typ hier hat genug Zeug. Der hat eine DMR, Mann. Ja, die nehme ich doch. Willst du eine DMR oder eine SVD, ne? DMR, ne? Nee, lieber DMR, ja. Ja. Das brauche ich nicht mehr. Zack. DMR-Magazine. Okay, das müsste reichen erstmal. Ich muss mir auf jeden Fall sein Ding. Rangefinder packe ich dir auch noch mit ein. Deinen Rucksack muss ich ja grabben, ey. Ja, mach aber hin, Alter. Was ich nicht kann. Weil der andere Typ ist ja schon länger tot. Der wird schon auf dem Weg hierhin sein. Ich beweg mich nach oben und leg mich dann auf die Lauer. Okay, super. Das war auch, der Toxic hatte dich auch vorhin getötet. Mhm. Ich hab alles im. Ich hab beide im Blick. Die eine Leiche ist eh versteckt. Also die am Auto, die Leiche habe ich versteckt. Weil in dem hast du ja, die habe ich ja jetzt eingepackt. Voll die Wichser, Alter, ohne Witz. Dann hatten die wahrscheinlich das gleiche Ziel. Ja, ja, glaube ich auch. Glaube ich auch, ja. Nur durch den Heli war natürlich klar, dass die uns dann kommen sehen. Ja, wir gehen gleich wieder hoch, dann gehen wir hier weg, oder? Ja, ja. Na gut, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr. Also DMR ist ja schon mal besser als eine SVD auf jeden Fall. Hier, du siehst mich doch, oder? Ich sehe dich. Ist da, sind auch die Leichen. Ja, ja, geradeaus. Aber du brauchst halt eigentlich nichts mehr. Ein Rucksack wäre ganz nice. Ja, ja, den Rucksack kannst du einpacken. Direkt da den Baum runter. Ich pack gerade das Bike ein. Hier das? Genau, da siehst du die ja direkt. Ah, ja. Und die am Auto habe ich versteckt, krass, die Leiche. Da lag noch einer tatsächlich? Nee, das ist deine Leiche und der andere Typ ist da hingelaufen. Den habe ich dann erschossen. Jo. Alter, ich hasse das. Ich war so am Ziehen, weißt du, die ganze Zeit so am Zittern, ey. Ich hasse das so, weißt du. Du kannst eigentlich einen Safe-Shot machen, aber es zittert einfach wie Sau, ja, ey. Normal. Okay, da brauche ich nichts mehr von. Ne. Kann man eigentlich weg, wenn du die DMR hast. Ja, hab ich. Warte, hatte der andere noch was im Rucksack? Hast du geguckt? Die Leiche ist versteckt, aber das ist deine Leiche. Ach so, ja, stimmt. Okay, go. Aber ich sehe einfach aus wie so ein fetter Sniper, weißt du? Das ist ja auch. Okay, sehr gut. Dann haben wir den. Also, dann. Das Geile ist, wir haben den jetzt zweimal gerecht. Also, das war ja der Toxic, der dich auch beim ersten Mal erschossen hatte. Mhm. Krass, ey. Dann wäre ich den fast in die Hände gelaufen, weil ich bin dann noch rechts rumgelaufen. Ach, scheiße, eine Axt hätte ich mir mitnehmen sollen. Hatte der eine? Letzte. Obwohl, ne, ich hab's nicht wirklich gesehen, sonst hätte ich die mitgenommen.
Ja, wir holen uns jetzt eine irgendwie mal am Hafen oder so. Packen wir uns eine Axt und fertig. Ja, wir müssen sowieso looten. Ja. Essen und trinken. Kann ich einsteigen? Kann ich einsteigen? Jetzt. Tschüss, ihr Lieben. So, das war doch schon mal nicht so schlecht. Wo können wir denn am besten hinfliegen, wenn wir jetzt irgendwie looten wollen oder so, wo es nicht so viel Action ist? Problem ist, auf der Karte gibt's das nicht. Ja, ja, das stimmt. Hier, das kennen wir ja noch. Oh, vielleicht ist mein Essen schon da, weil dann musst du kurz nochmal eine Runde fliegen. Ja, ja, ich drehe einfach. Weg. Jo. Da. Wir haben den Toxic jetzt getötet, das freut mich sehr. Der Toxic wollte ein wenig Stress hier mit uns, doch er hatte gar keine Chance. Gar keine Chance. Toxic ist tot. Er wird jetzt nicht mehr auferstehen. Toxic ist tot. Er wird seinen Loot nie wiedersehen, denn es liegt an uns. Er wollte ja unbedingt Stress mit uns. Stress mit uns. Es tut mir nicht leid, denn du hast zuerst geschossen. Denk doch mal nach. Man muss nicht immer zuerst schießen, denn man kann auch noch reden. Aber das macht ja heute keiner mehr. Ja, das ist das Problem halt an solchen Servern, ne? Normalerweise ist ein Heli ein Segen, aber fast schon Fluch auf solchen ja, Servern. Wenn du halt keine Base hast, ne? Das ist halt ja. Das Problem. Ja, ja, genau. Wo du den dann sicher irgendwie abstellen kannst, wo du dann auch mal chillen kannst eine Runde. Das stimmt, ey. That is it. So, hier ist Beri. Können wir denn am besten hinfliegen hier, ey? Wir könnten auf Skullis die Island landen. Ja, das ist hier links jetzt gleich, ne? Da ist auf jeden Fall ja. Auch irgendwie eine Base, so eine fette Base. Also keine Base, sondern ein Militärzelt und sowas. Ja, ja, genau. Ist halt nur fraglich, ob da auch was von anderen Spielern ist. Ja, also das vorhin ist der Heli davon gestartet. Oh. Ist die Frage, ob da jetzt auch einer ist. Wir werden wahrscheinlich nicht die Ersten sein, die die Idee hatten mit Skullisti. Wir brauchen ja nur ein bisschen was zu essen, ey, damit wir erstmal abhauen können, ey, das nervt so. Tiere findest du hier auch kaum. Ja, ne, das ist mir auch aufgefallen. Okay. So. Ach ja, stimmt, ich gebe dir mal eben die Waffe hier, pass auf. Auf jeden Fall interessant hier. Ich leg erstmal meine Waffe eben raus. Das ist meine. Ja, ja. Und dann wechsle ich hier das Ding. Dann kommt. Warte.
Die lege ich hier. Lieber noch ein Stück. Die lege ich hier hin. Batz. Dobro. Oh krass, wie viel DMR-Muni ich jetzt habe. Ja, das ist echt nice. Aber ich hatte auch so schon richtig viel dabei, da hab ich richtig viel noch. Ach, stimmt, Rangefinder habe ich auch noch. Pack ich dir in den Rucksack. Brauch ich nicht theoretisch. Hast du. Echt nicht? Ach, du kannst ja eh nicht zeroen, ne? Jo. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Somebody hier Schönes. An dem er ist schon mal sweet. Jawohl. Oh, sieht schwach aus mit Blut. Ja, wir sind hier gerade gelandet, ne? Mhm. Oh, Bennis. Können ja sowas mal leicht anfliegen, so ein. Das dachte ich mir auch. Eigentlich voll nice hier, ne? Ich finde das richtig geil, eigentlich so eine Brücke, ey. Wenn man da noch so zwei Schleusen bauen könnte, ey, boah. In Taviana geht das. Warst du in den Zelten so. Da drin schon? In den Dingern da ist nix. Ich renn mal rüber zum Dings hier. Supermarket? Ja. Trau mich jetzt einfach mal. Und ich backe hier nicht rum oder so. Spaziergang am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Kann ich mir auf jeden Fall auch Buggy vorstellen, wenn einer drüber fährt. Ja, das sind auf jeden Fall so Kanten drauf oder sowas. Ja. Lol, komme ich da jetzt gleich nicht mehr hoch oder was? Ja. Das ist voll die fette Kante, Mann. Okay. Jawohl, hier ist auf jeden Fall Loot. Loot. Alter, mega viel Essen, Mann. Hört man ein Auge auf dem Heli. Jo. This time. Geh ich doch da hoch, das ist doch. Zack. Zack. Was ist das denn? Oh, yo, nochmal M24-Muni. Nice. Das hört sich doch sehr gut an. Das sieht doch sehr gut aus. So, was haben wir hier? Essen. Ich flipp aus. Also, das ist echt mal ein richtiger Supermarkt. Das macht man, das sieht man doch gerne, wenn man in den Supermarkt reinläuft. Dieser rosa Schmetterling, ja, der schreibt sich vor allem rosa mit ER. So, Flasche. Kann man die eigentlich auffüllen, wenn die leer ist, ja, ne? Mhm. Ja, die ist broken. Ah, okay. Oh. Hat sich dann schon erledigt. Oh, ein Müsli-Riegel. Das schmeckt super. 47 Meter hat er den gekillt. Wieder eine Tupperbox. Jo, ich hab ein Bier gefunden. Wir sagen, wir machen mal eine Tupperparty. Eine Tupperparty mal auf der Mi. Auf der Mi. Haben wir hier noch irgendwas? Meine Mutter hat früher so ein Zelt, gemacht, Alter. Ah, ne, Carmon, jetzt soll ich das mitnehmen. Nee, oder? Nee, den brauchen wir nicht, ne? Verschwindet eh wieder. So, hier noch was zu essen. Nice. Gut. Komme ich wieder zurück. Also dahinter ist noch eine Basis irgendwie was. Hm. Jetzt ist die Frage, komme ich jetzt wieder hier hoch? Nee, komme ich nicht. Echt? Nee, komme ich nicht. Scheiße. Schwimmen kann ich nicht, oder? Dann. Nicht, dass dann irgendwas verloren geht oder so. Kommst du hinten nicht drauf, wenn du schwimmst. Super DJ, kommst du nicht gefliegt. Aber mach keinen Scheiß, Alter. Den Heli bitte nicht kaputt. Bitte zerstöre diesen wunderschönen Heli nicht. Was ist das denn da oben?
Das ist die Ziege, die ich jagen. Alter. Wo du jetzt. Was dachte ich, da steht ein Sniper oder so? Nein, ich jag jetzt die Ziege, Mann. Ah, die brauche ich. Ziege ist super. Okay, Leno ist unterwegs. Lande einfach mal dann hier vorne kurz. Muss nur eben die Ziege holen, deswegen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die hinrennt. Pass auf, das sind Bäume, ne? Ja, ich war ein bisschen zu weit. Ziege! Da ist die Ziege. Du hast so einen blöden Leslie Winkle. Ziege! Warte auf mich! Ich möchte dein Freund sein! Ziege! Ich liebe dich! Hallo! Blablabla. Hallo Ziege, ich bin ein T-Rex! Ja, Jurassic Park, ey. Das einzige Problem ist, ich stehe jetzt relativ an der Straße. Ich stehe vorm Supermarkt. Alter, wo rennst du hin? Hä, die Ziege, Mann. Wie weit wo hast du die gesehen, ey? Ja, Alter, die ist weiß. Die siehst du doch, wenn du da oben langläufst. Also, wenn die langläuft hier. Was das einfach für Geräusche macht. Yo, Alter, 4 Steaks, Mann. Nice. Ziege spotted over 300 Meter. Ja, Ziege spotted, so weiß ich. Müssen wir die Ziege braten da noch? Mhm. Aber wo ist denn das Steak jetzt? Wo sind denn die Steaks hin? Muss ich die noch aufnehmen? Ach, yo. In der Ziege drin, oder? Ja, die sind in der Ziege drin. Wie macht man das denn? Einfach Lagerfeuer machen, oder was? Mhm. Okay, das müssen wir dann mal irgendwie angehen jetzt die nächste Zeit. Dann können wir die schon mal braten. Streichhölzer? Ah, Streichhölzer habe ich nicht. Scheiße. Natürlich. Okay, hätten wir das auch. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Essen, ein bisschen Verpflegung. Das ist schon mal nice. Hast du eigentlich noch was? Nö. Also doch ein bisschen von dem Typen. Okay, dann können wir gleich nochmal zu einem anderen Supermarkt eben wohin gehen. Aber ich würde mal sagen, dass wir erstmal da hinten jetzt nochmal hinfliegen, da wo noch so eine Basis ist. Da können wir auch landen direkt. Hm? Das war YMCA. Nee, das war kein YMCA. Das war einfach nur ein random Lied. Okay, weiter geht's. Was denn? Dieser Rolling Kill, der getötet wurde, hat gerade geschrieben. Ja, hab ich gesehen. Und jetzt wurde er getötet. Ein schlechtes Omen, no. Gerade zugefügt. Echt? Mhm. Dich hat er hinzugefügt. Auf Freundesliste, ja. Also in Steam. Alter, was ist das da unten für eine Villa, Mann? Dürfen wir da rein? Ich glaube nicht, oder? Also ich kenne die von Lingua Island, aber ich schätze, also die gibt's normal hier nicht. Also es könnte eine Admin-Base sein. Aber da sind keine Schilder. Ne, dann wird das normal sein. Kann man rein, aber da spawnt nichts drin. Also zumindest nicht in Lingua. Alles sind Baracken.